Hi bei Juli Butz on Tour. Ja, ihr habt gesehen, wir sind aus Saint-Valery de la Mer weg, sind so ein bisschen rumgegeistert. Zwischendurch waren wir einkaufen, tanken. War alles ein bisschen holprig heute. Die erste Tankstelle war, ja, weiß ich nicht, der Franzose vor mir ist nicht klargekommen mit der Tankstelle. Und außerdem war total eng, war so eine freie Tankstelle irgendwo auf dem Dorf. Dann haben wir aber doch noch was Größeres gefunden. Ja, und jetzt sind wir hier auf einem Camping-Car-Parkplatz. Weil es ist immer so, man sieht zwar im Internet, wie sehen die Plätze aus, wie sieht die Gegend aus, aber so richtig sieht man es nicht. Und deswegen muss man immer hinfahren und dann stellt man fest, ja, ist halt ein Platz, ne? Der Platz ist wirklich schön, also gut angelegt, saubere, wassergebundene Tenne hier. Zwischendurch ist Asphalt, der strahlt natürlich jetzt bei der Hitze richtig ab. Und was bei diesen Camping-Car-Parkplätzen eben immer der Fall ist, die sind spottgünstig. Sie haben Strom in dem Preis mit drin, sie haben Fern- und Entsorgung in dem Preis mit drin. Und bei uns sind es jetzt, glaube ich, 13,50 Euro oder so. Also kann man mal machen, kann man als Zwischenstopp machen. Und je nachdem, wie die liegen und das Netz bei Camping-Car-Park ist riesengroß, kommt man auch immer mal bequem an irgendwelche Orte, Städte, Sehenswürdigkeiten und so ran. Und das zu einem wirklich fairen Preis. Ja, ich zeige euch mal kurz hier den Einfahrtsbereich. Also wenn man diese Camping-Car-Park-Karte hat, das habe ich ja im letzten Frankreich-Urlaub schon zur Genüge thematisiert, dann ist das total easy. Ihr bekommt die auch relativ einfach, die kann man sich online bestellen, zuschicken lassen oder auch an solchen Automaten ziehen. Kostet einmalig 5 Euro die Karte, wird dann von euch aufgeladen auf verschiedenen Wegen. Und da müsst ihr sie nur noch vorhalten. So, und jetzt gucken wir mal, Camping Car Park will nämlich expandieren. Ihr seht schon, der große Teil ist in Frankreich, aber man streckt schon seine Fühler in andere Länder aus. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Plätze schon von denen. Ist jetzt nicht so zu erkennen, dass es eigentlich noch am Starten ist. Und wenn ihr diese Schilder seht und so eine Karte habt, dann könnt ihr darauf fahren und relativ günstig parken. Und was natürlich auch interessant ist an dieser App, man sieht schon im Vorfeld, ob da noch Plätze frei sind. Und alles ist umsonst. Also dieses Gucken. Und dann gibt es noch eine Option, die kostet aber, glaube ich, 29 Euro im Jahr. Da könnt ihr die Plätze sogar schon im Vorfeld reservieren. Also nicht schlecht. Ranfahren, hier ist der Automat. Hier kann man theoretisch auch die Karte aufladen, wenn man kein Guthaben mehr drauf hat. Guthaben sollte drauf sein. Und dann hält man die Karte einfach vors Ziffernfeld und schwupp, Sesam, öffne dich, jeder Türchen auf. So, ich hatte bei dem einen Video, was ihr noch gar nicht gesehen habt, das kommt erst, oder jetzt mittlerweile habt ihr es gesehen, ganz schöne Windgeräusche. Wir haben da in Saint-Marie oben auf einem Dach gestanden und trotz des Dead Cats, tut mir leid, ja. Also mehr Schutz ist halt nicht machbar, außer dieser Windpuschel. So, ein kurzer Schwenk nochmal über den Platz und dann zeige ich euch nochmal kurz die Entsorgung und dann war es das. Also alles breit. Hier können auch relativ große Fahrzeuge rauf. Hier kann man schön rüberfahren zum Grauwasser verklappen. Hier kann man seine Chemietoilette entsorgen. Also nicht die Toilette selber, sondern den Inhalt nachspüren. Wenn man seine Camping-Car-Park-Karte da vorher gehalten hat, vorher, dann kommt auch da Wasser raus. Und dann kommt auch Wasser raus aus Frischwasserhahn. Ja? In dem Falle jetzt nur bei dem einen, weil hier irgendwas vielleicht defekt ist. Und für jeden Stellplatz ist eine Steckdose dran und auch der Strom ist in dem Preis schon drin. Ja, wir haben uns jetzt die erste Reihe hier genommen, weil war ja alles frei. Und ist es auch noch, weiß ich nicht, vielleicht kommen zum Abend noch ein paar, die diese Plätze hier nutzen. Das sind ehemalige kommunale Plätze, wenn ich mich nicht irre, so eine Munizipaldinger, die dann irgendwie umgestrickt worden sind und jetzt von dieser Camping-Car-Park-Geschichte verwaltet und betreut und ja, werden. Also, hier sind wir. Erste Reihe, Julia hat gesagt, wenn ich die Tür aufmache, dann will ich gleich aufs Wasser gucken und nicht, dass sich einer noch davor stellt. Ja, so ist das, ne?
Theoretisch könnte man jetzt hier führt so ein Weg, da wollen wir gleich nochmal langlaufen, dann nehmen wir euch mit in das Örtchen rein, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, aber ich glaube, ich habe es schon eingeblendet, wenn nicht, tue ich es jetzt nochmal. Ja, also erste Reihe und dann da hinten. Es ist hier viel Industrie, ne? Da drüben stehen auch noch irgendwelche Ruinen, ja, solche Plätze sind immer ein bisschen am Rand, aber ja, theoretisch kann man sich hier abends auch noch einen Stuhl hinstellen und aufs Wasser glotzen. So viel zu unserem Zwischenstopp. Julia ist gerade dabei zu versuchen, einen Campingplatz zu buchen. Also die Buchung sah schon mal ganz gut aus, aber sie hat die Bestätigung noch nicht. Sie hatte sie schon einen gefunden, aber dann kam raus, nicht mit Hund. Ja, also auch darauf ist zu achten, wenn man mal so spontan, es gibt da wohl noch so einen oder anderen, auch gerade im Süden in Italien soll es auch noch mehr so sein. Schreibt mal rein, ob in Italien es noch schwieriger ist. Habe ich jedenfalls gehört. So, Anfrage läuft und hast du schon? Bestätigt. Ist bestätigt. Gut, super. Also wir haben dann ab morgen für die nächsten zwei Nächte erstmal was. Ja? Guck mal in die Kamera. Ich sehe so verstrubbelt und so fertig aus. Ich möchte nicht in die Kamera gucken. Ja, that's life. That's life. So. Schluss erstmal. Was ist denn mit Papa? Papa. Wir singen schon wieder. Ja, ich singe. Siehst du, weil alle meine Stimme hören wollen. So, wir latschen jetzt mal hier diesen Weg. Einfach mal lang Richtung Gemeindezentrum. Die haben auf jeden Fall ganz schön die Anlegeplätze hier verlängert. Also ich glaube nicht, dass das schon immer so weit aus dem Dorf rausgeragt hat oder aus der Stadt. Ich will jetzt hier niemandem Unrecht tun. Also ihr könnt auf jeden Fall mit eurem Windjammer anlegen. Ob es sich lohnt, weiß ich noch nicht. Guck mal, die haben da auch WC und Duschen und so. Ich dachte, sowas haben die alle an Bord. Ja, und hier so ein kleiner Park. Da sind auch Trimmdichtgeräte. Also Trimmdicht scheint hier ja groß geschrieben zu werden. Hoffst du, das geht an und er kriegt deine Dusche? Ja, kannst du schon mit anfangen, wa? Zu dumm zu. Vorbei. Geht los. Na komm, Süße. Rüde Pasteur, die lädt auf jeden Fall zum Verweilen ein, weil ihr seht ja alles schön mit Eichen, glaube ich. Ja. Ja, irgendwie so was ähnliches. Nee, Eichen sind es nicht. Und dann habt ihr hier so eine schöne Flaniermeile, also Sitzmeile. Und auch die Lichter abends, ist bestimmt schön. Da sitzt man und trinkt seinen Rosé. Wir nicht, es sei denn, es gibt alkoholfreien Rosé. Ich weiß aber nicht, ob der Sinn dann noch dafür gegeben ist. Ja, es gibt immer ein paar Ecken noch zu entdecken. Auch wenn der erste Gesamteindruck hier ein bisschen, ja, aber ist halt so, ne?
Hier hat auch die Postmoderne ihre Spuren hinterlassen. Leider, mir sind die alten Häuser auch lieber. Guck mal, diese riesen Baum da im Hof. Aber die haben Schatten. So, jetzt sind wir einmal dabei rumzulaufen hier ums Hafenbecken. Hier so ein paar Bars aufgebaut, Bestuhlung. Und abends macht DJ Flutschfinger hier dann seine Mucke. Na ja, warum nicht? Ist bestimmt was los, wenn wir mal rüberleuchten heute Abend. Ja, also viel zu sehen, ihr habt es jetzt irgendwie nicht. Und das, was zu sehen ihr habt, habt ihr ja nur gesehen. So, der Kodakumak fährt jetzt hier durch und deswegen geht jetzt die Brücke hoch. Eben war hier so ein Flusskreuzfahrtschiff aus der Schweiz. So Flusskreuzfahrten könnten mich ja auch noch mal reizen, wa? Nee? Nee? Nicht, wenn wir alt sind, na, da kannst du doch dann rüberschwimmen, wenn der Kahn absäuft. Eine Brücke ist schon rum. Die anderen da hinten werden folgen. Da jetzt raus aufs Mittelmeer. Kann er nicht. Kann er nicht. So, dann wollen wir mal sehen, ob er hier langgeschippert kommt. So, Brücke ist oben, nur mal Vollgas hier, Kollege. Also, ist schon eng, ne? Und wenn man überlegt, wo er sitzt, gut, nur werden die mittlerweile alle Kameras haben. Oder einfach ein gutes Gespür. Vom Hafen zum Stellplatz, auch noch eine riesen Spielanlage, Fußballfeld, Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatten. Ich weiß nicht, es ist alles sehr liebevoll angelegt. Die Frage ist halt für wen? Wer kommt hierher, wer spielt hier? Welche Kinder vielleicht von dieser Neubausiedlung da, das kann sein. Eine Menge Fahrradständer auch davor, dass man hier bequem rankommt und dann hier seine Zeit verbringt. Also vielleicht ist es auch für die ganzen Yachtbesitzer, Segler, die hier anlegen, um das attraktiv für die zu machen. Oha. Naja, denn noch 20 Stunden und dann hole ich dich wieder ab. Mit der perfekten Bikini-Figur. Warum wackelt denn das da unten so? Ist ja auch witzig, wa, dass sie das so gelagert haben. Doch, Billy geht rudern. Naja, diese Dinger, ganz ehrlich, die kannst du mit denen im Gym nicht vergleichen. Das ist ja hier, kann ich meine Gewichte nicht wählen. Es hat sicherlich einen Wert. Aber ich glaube, die einzige Nutzung, die hier passiert, ist von irgendwelchen Leuten, die hier langlaufen, einmal kurz diesen machen, so wie du, und das war's. Na und? Dann haben wir das Gefühl, das glaube ich allerdings nicht. Das nächste. Also, wenn ich hier wohnen würde, ich würde den nutzen. Ja? Na, dann zieh doch her.
Ziehen Sie bitte her nach Port St. Louis. Da hinten wird gebowlt, glaube ich. Ja. Bowl. Boule. Also Piton. Piton. Louis Piton. Von dem habe ich mal ein Parfum gehabt. Ja. Kletterwände. Das ist wirklich alles da. Wirklich schön angelegt. Hier ist allerdings überhaupt kein Widerstand. Ich glaube, dann fahre ich lieber Rad. Die Dinger hier, die sind gut. Die kenne ich noch aus Karate Kid 1. Da musste der Schüler ja so den Boden scheuern. Rechts mit der rechten Hand und links. Und hat dadurch diese Kampftechnik gelernt. Kennt ihr das noch? Habt ihr das mal noch so vor dem Gässchen? Oh, jetzt Hundeparcours. Auch der Arme. Der weiß ja nicht, was er soll. Genau. Gegenläufig. Nein, das ist keine Wiederholung, das ist jetzt ein anderes Sportgerät. Es ist offensichtlich noch nicht warm genug. Dann haben sie mir noch eine Liege hingestellt. Ja. Kann man mal machen, ne? I've been hungry for